Ja, die Fehlerzuheit, ja, die Ersatzfehlerzeit, also das sind die Inhalte kein Wort. Was haben wir schon gesagt? Natürlich auch die asiatischen Subkontinente oder indischen Subkontinente vor, bis hin nach Südostasien. Das ist ja der Unterschied zu den Afrikanern, die haben ein Gleichwort. Demzufolge ist das natürlich, wenn man in andere Großherrschaften schaut, gibt es da die afrikanische Inhalte im großen Wort. Also das ist unser Unterscheidungsmerkmal. Ansonsten bei den afrikanischen Inhalten auch die weibliche lange Stoßzähne. Das ist bei uns im Asiaten nicht der Fall. Hier haben die weibliche Stoß. Kurze Schlummelzähne bzw. gar keine. Hier hat man eben bloß große Elefantenwolf, weitere Schlummelzähne, wie bei uns eben auch der Beutantler. Beutantler fällt noch hinter den Kulissen, kommt dann aber bei den Temperaturen der eine bis eine oder andere halbe Stunde raus, genauso wie sein Kumpel Edgar. Edgar ist ja auch eins mit dem und schlägt sich dann jetzt eben auch über Magie, gehört nicht zur Herde. Sie ist damals in Hafen und Hafen 2014. So ist in den Zoologischen Garten Leipzig. Das ist einfach ein Teil der Herde, ist zwar nicht komplett mit integriert, aber gehört trotzdem dazu, da sie gerade auch dieser Leute unsere Freundin ist gefunden hat. Ja, also unsere Elefanten da, wie wir sie hier so sehen, waren ja in den letzten Jahren kräftig, haben jetzt in einem ganzen Jahr insgesamt vier Jungtiere zur Welt gebracht. Das älteste Jungtier ist schon über ein Jahr alt, das ist unser Akino, die zweite älteste Unterbau. Wird dieses Jahr noch ein Jahr und dann ist er noch die etwas kleinere, die da bei der Kewa steht. Das ist unsere Zaya ist dieses Jahr im April geboren und hinten läuft dann noch unsere kleine Zawadi mit. Das sind hier von uns die Eltern, die Dame Rani. Rani ist dieses Jahr im Juni geboren. So haben wir ein gutes Spektrum. Wir haben jetzt einen kleinen Kindergarten. Die Mütter beschäftigen sich auch super miteinander. Und jetzt zum Folge haben wir ein schönes bekanntes Puppenleben, was wir Ihnen zeigen. Ja, das soll jetzt erstmal von meiner Seite aus gewesen sein. Wenn Sie noch Fragen haben, sind Sie natürlich gerne zu uns kommen. Ansonsten wünsche ich Ihnen auf jeden Fall noch einen schönen Vortrag. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.